Ja, hallo, liebe Zuhörer, willkommen zu unserem neuesten Podcast von Next Game hier. Und heute haben wir uns ein sehr interessantes Thema und auch ein sehr aktuelles Thema ausgesucht. Es geht nämlich darum, ob wir Videospieler eine Multimedia-Konsole gebrauchen. Und sprich Multimedia-Konsole, Xbox One, PlayStation 3 und dergleichen, genau ungefähr, also diese Geräte. Und heute ist der Patrick wieder mit dabei. Und wir haben auch einen neuen Gast, das ist der Heiko, /CDI, der auch bei uns in der Redaktion arbeitet. Und ja, er darf sich mal vorstellen und dann fangen wir auch schon gleich an. Ja, hallo, also wie der Dominik gerade schon gesagt hat, ich bin der Heiko und der CDI, sicherlich einige von euch kenne ich aus dem Forum und auch von den Artikeln. Und ja, also Thema Multimedia war für mich ein ganz interessantes Thema, weil ich mich ja auch seit meiner Konsolenkarriere die späten 80ern begonnen hat, auch viel mit Multimedia-Geräten beschäftigt hat, beziehungsweise auch mit dem Ansatz, was steckt dahinter. Und ja, wie Dominik gerade schon gesagt hat, mein Nickname im Forum ist CD, das kommt auch nicht ganz von ungefähr. Ein Kollege hatte damals 1993, als der erste Consumer-CD-Player bei uns erschienen ist, ein Gerät gekauft. Kurz danach auch diese dazugehörige MPEG Digital Video Cartridge und sündhaft teure Video-CDs für, keine Ahnung, 99 Mark oder was die damals gekostet haben. Die waren schweineteuer. Ja, das war natürlich dann der Anfang für den Multimedia-Zeug. Und ich habe mich dann halt über die Jahre ein bisschen mit beschäftigt und bin auch irgendwie ein kleiner Fan davon geworden und auch ein großer Fan von so Mischgenres, also wo das ein bisschen verschmelzt, die Sache mit zum Beispiel Interactive Movies und so Zeug. Naja, gut, das ist so mein Hintergrund dahinter und deswegen auch heute sind die Konsolen ja viel Multimedia-tauglicher. Ja, und wollen wir mal gucken. Die Frage, ich denke halt, viele Zuhörer wissen vielleicht gar nicht so ein bisschen über die Geschichte von den Multimedia-Konsolen, dass du eigentlich mal so ein bisschen erzählen kannst, warum, wie das angefangen ist und warum das eigentlich. Und ja, weil du bist ja der Experte darin. Also wann fing es ungefähr so an, wirklich der Multimedia-Hype? Ja, also der Multimedia-Hype ist eher so, ich glaube, es kam eher von den Herstellern aus. Also der Konsument hat, glaube ich, diese ganze Multimedia-Schiene erst jetzt wirklich angenommen mit der letzten Generation, PS3 und so. Ja, aber angefangen hat es, glaube ich, so späte 80er, Anfang 90er. Bei Multimedia muss man so definieren, dass es eigentlich Multimedia heißt, ja, das ist ja alles. Also eine Konsole, wir reden jetzt mal von Konsolen, spielt halt neben Spiel auch noch andere Medien ab. Das können Fotos sein, Musik sein, Filme sein und all solche Sachen. Aber ja, also das erste bekannteste Gerät, das dürfte so mit das Amiga CD-TV sein. Da hat man ein bisschen ja versucht, den Amiga und das CD-Laufwerk und so mit in den Heimbereich zu bringen. Oder alte CD-Geräte wie die PC Engine CD mit der Möglichkeit, Musik-CDs abzuspielen, das Mega-CD, Möglichkeit, Musik-CDs abzuspielen oder CDG, also CD plus Grafiken, da gab es ja auch in Japan eine Karaoke-Einheit für, das gehört ja auch zum Multimedia. Okay. Ja, also gerade in Japan gab es da viele Experimente und dann hat also das erste Gerät, was wirklich so weltweit als Multimedia-Entertainment-Gerät vermarktet wurde, war sicherlich der CDI-Player. Da hat Philips ja wirklich ganz stark den Fokus auf dieses komplette Family Entertainment gelegt. Das heißt, man wollte die Spielkonsole raus aus dem Kinderzimmer, rein ins Wohnzimmer als Zentrum für die Familie. Die Kinder spielen Spiele, die Eltern gucken Filme, man guckt sich die Urlaubsvideos auf Foto-CD an und all solche Sachen. Problem ist, das Ding war natürlich teuer und die sogenannte eierlegende Wollmilchsau. Ne? Man kann nichts hat man sich spezialisiert, aber man kann vieles. Aber eigentlich hat Philips eigentlich Pionierarbeit geleistet, weil sie haben ja wirklich die Video-CDs rausgebracht. Das ist ja dann, glaube ich, der Urvater der DVD, ne? Oder? Ja. Also, MPEG 2, ja, MPEG, also Video-CD ist der sogenannte MPEG 1 Codec. Genau, das ist der Vorgänger des MPEG 2 Codecs, der in DVDs verwendet wird. Genau, ja, es ist der Urvater der DVD. Ja, die Video-CD wurde von Sony und Philips konzipiert damals. Es ist einer dieser ganzen CD-Standards. Also es gibt diesen sogenannten Redbook Audio und dann gibt es einen eigenen Video-CD-Standard, hat man damals auch entwickelt. Ich glaube, es war Yellowbook, aber das habe ich jetzt nicht mehr so genau im Kopf.
Du hast das am Anfang, hast du es ja eigentlich auch erwähnt. Du hast ja gesagt, die Leute haben jetzt erst ein bisschen das Multimedia-Konzept angenommen. Warum glaubst du, haben schon die Firmen so früh eigentlich angefangen, dieses für die Leute zu entscheiden, ihr kriegt ein All-in-One-Gerät? Ich glaube, das war eine Marketing- und Wirtschaftsentscheidung. Ich glaube, viele haben gesagt, ja, die Spielkonsole zu Hause im Kinderzimmer, da ist das Kind, das kriegt vielleicht eine maximal 150-Dollar-Konsole. Dem stellt man nicht so ein teures Gerät hin und man hat sich vielleicht gedacht, ja gut, so mit CD- und Multimedia-Zeitalter, wenn wir das Ding schaffen, im Wohnzimmer zu platzieren, dann geht man eher direkt an die Geldbörsen der Eltern, dann sehen die Eltern den Mehrwert darin, das heißt, man gibt auch noch mehr aus als 200 Dollar, dann kommt man mit so irrwitzigen Ideen wie so ein Multimedia-Gerät beim CDI dann für 700 bis 1000 Dollar versuchen, im Regal zu platzieren. Und ja, also ich glaube, man hat einfach wirklich versucht, die ganze Geschichte etwas ins Seriöse zu bringen, raus aus dem Kinderzimmer, rein ins Wohnzimmer. Und mit der CD war dann auch irgendwie das passende Medium dafür da, viel Speicherplatz, man konnte viel damit machen. Okay. Und ich glaube einfach, am Anfang war es auch einfach der Preispunkt, dass das Ding nicht durchgestartet ist weil eine Multimedia-Konsole ist halt viel teurer gewesen als eine normale Konsole mit Cartridge heutzutage ist es halt einfach, die Multimedia-Funktion ist einfach Beiwerk bei einer PS3 zum Beispiel. Das ist einfach dabei. Okay. Und so ein Streaming-Service, Internet. Ich denke einfach deswegen, der Markt nutzt es halt einfach mit, weil es da ist. Und das Angebot ist halt auch vielfältiger. Patrick, wieso glaubst du eigentlich, haben die, wie gesagt, die Firmen so wie 3DO oder halt Philips halt diese Multimedia-Geräte gestartet? Ich meine, siehst du das genauso wie Heiko oder meinst du, sie hatten noch einen anderen Gedanken dahinter? Ja, also ich glaube auch, bin da eigentlich der gleichen Ansicht wie Heiko, dass es vor allen Dingen Großen und Ganzen darum ging, so ein bisschen, ja, sagen wir mal, es ist nun mal immer irgendwie die Profitgier, ja. Man hat sich halt gedacht, ja gut, was könnte man denn jetzt noch machen? Ja, wir haben eben im Wohnzimmer standen bis dato Videorekorder, wenn es denn dann hochkam. Vielleicht mal vereinzelt eine Konsole, wobei die, wie Heiko schon erwähnt hat, wahrscheinlich eher im Kinderzimmer stand. Und da hat man wahrscheinlich wirklich eine Marktlücke gesehen, hat gedacht, ja komm, vielleicht entwickeln wir mal so ein Gerät, was auch eben für die gesamte Familie im Prinzip so ansprechend ist, ja. Die Idee ist ja gar nicht so schlecht. Die Umsetzung zeigt, dass es im Nachhinein, also klar, man könnte sagen, ohne diese damaligen Ideen und Geräte hätten wir wahrscheinlich gar nicht diese Konsolen und die Multimedia-Geräte, so wie wir sie jetzt kennen. Das stimmt schon. Also da können wir eigentlich echt froh sein, dass damals diese Ideen kamen. Ich denke mal, das hatten wir schon mal im anderen Podcast. Ich denke, dass die ganzen Hersteller damals ihrer Zeit einfach ein bisschen zu weit voraus waren. Dass die breite Masse dafür eben noch gar nicht so ja, viel gemacht war und Ja, ich denke auch, der Markt war noch zu dem Zeitpunkt gar nicht wirklich da. Man hat noch gar nicht so erkannt, also der Konsument hat auch noch gar nicht den Nutzen daran erkannt, an so einem Gerät. Und man hat gedacht, ja, wozu soll ich das jetzt haben? Ich habe ja einen Videorekorder und warum soll ich jetzt so teure Video-CDs kaufen? Und da kann ich nicht mal drauf aufnehmen auf dem Gerät und das kostet jetzt so unglaublich viel Geld und Foto-CDs, wieso? Ich kann die doch meine Fotos einfach im Fotoalbum angucken und so. Das ist halt heute mit der digitalen Welt ein bisschen anders. Man schießt seine Handys, Fotos auf dem Handys und kann sie eben auf die PlayStation ziehen und am Fernseher gucken und so Kram. Das ist halt damals alles viel komplizierter und so gewesen, ja. Oder auch dieses nachträgliche Video, also diese MPEG-Cartridges für den Saturn, für den CD32, für den 3DO, sodass man im Nachhinein da Filme drauf gucken konnte. Naja. Also, Heiko, bist du eigentlich auch denn derselben Meinung, wenn diese erste Generation der Multimedia-Konsolen nicht gewesen wäre, würde es jetzt eine Xbox One und eine PS3 in der Form heute nicht geben? Schwer zu sagen. Ich glaube, in gewissem Maße spielt das vielleicht mit rein, aber ich glaube eher, dass dieser Schwung hin zu den Multimedia-Konsolen, ich glaube eher durch das Internet und durch diese ständige Online-Sein mit den Konsolen bedingt ist. Also viele Multimedia-Sachen, die man halt jetzt konsumiert auf der PS3 und so weiter, haben halt rühren halt aus dem Internet her. Streaming, aller möglichen Sachen, Twitch, der ganze Krempel ist ja alles Multimedia.
Aber ich glaube, Sachen wie zum Beispiel der DVD-Player in der PlayStation 2, das war ja einerseits, dass Sony versuchte, das DVD-Format ein bisschen zu pushen, weil sie ja selber mit dran entwickelt haben. Mhm. Aber andererseits denke ich auch, dass es auch ein bisschen dran liegt, dass Sony auch einfach gesagt hat, so, ja, Video-CD war ja auch schon mal drin, in der PS1 war es ja nicht verbaut. Mhm. Und dann haben sie gedacht, ja, komm, wir pushen diese starke Marke PlayStation, nutzen unser Format durchzubringen, aber dann hat man halt auch einfach versucht, dieses Multimedia mit reinzubringen. Ich glaube, so die DVD-Abspielfunktion ist, glaube ich, schon noch ein bisschen der Urvater der ganzen Sache und Musik-CDs abspielen und so weiter, aber ich glaube, der Rest ist auch alles durchs Internet begünstigt worden, würde ich sagen. Okay. Das Ding ist natürlich, sind wir mal ehrlich, jede Multimedia-Konsole, ob es jetzt, wir haben auch Handheld, so wie jetzt PSP oder Gizmondo, war entweder ein Riesen, ja, ich will jetzt ein Flop, Schrägstrich, nicht so erfolgreich. Die PSP ist ja erfolgreich gewesen. Ja, also in Japan. So 60 Millionen verkauften Einheiten ist ja okay, da kann man ja nicht meckern. Oh, mittlerweile. Aber die PSP hat sich logischerweise auch wegen ihren Spielen verkauft, nicht wegen ihren Multimedia. Aber Moment, Alko, das muss man auch dazu noch sagen, weil ganz ehrlich, bis jetzt gibt es kein Multimedia-Gerät, was wirklich die Nummer 1 ist, weil die PSP reiht sich hinter den DS ein. Ist ja ganz klar, weil der DS weltweit sich besser verkauft hat. Die PSP war in Ordnung. Also darum Flop wollte ich jetzt nicht sagen, also dass es ging, aber wir haben bis jetzt noch nie ein Multimedia-Gerät gehabt, was in den Verkaufscharts die Nummer 1 stand. Ich sag mal so, ich glaube, wenn die PSP keine Multimedia-Funktion gehabt hätte und rein Spiele, wäre sie trotzdem Nummer 2 gewesen. Ich glaube, das liegt nicht an den vorhandenen Multimedia-Funktionen. Ich glaube, okay. Die PSP war halt einfach am Markt nicht so gut positioniert, wie Nintendo mit der Tradition der Handhelds und den starken Marken, die man auch einfach hatte, für Handhelds optimiert. Und Sony hatte halt auch bekannte Marken, aber so ein God of War oder so ein Gran Turismo sind halt keine typischen Portable-Games. Ich denke, das war auch einer der Gründe, warum die PSP schon hinter dem DS, deutlich hinter dem DS war, aber sie hat sich ja gut verkauft. Also für Sony war es sicherlich ein Plusgeschäft. Aber die Frage. Die Vita geht ja nochmal den Schritt viel weiter mit Multimedia. Das ist ja auch ein richtig krasses Multifunktionsgerät. Mit allem drin. Ja. GPS-Sensor sogar drin. Genau. Die Frage ist natürlich, warum ist, sind wir mal ehrlich, die PlayStation 3 war ja auch als All-in-One-Gerät, ne? Und es ist natürlich anfangs nicht so gut angekommen und dann hat Sony natürlich die Kehrtwende gemacht, okay, wir legen den Fokus hauptsächlich auf Spiele. Microsoft macht es eine Konsolengeneration später genauso, macht dieselben Fehler. So die Frage, ja. Die Frage eigentlich jetzt ist, warum sind diese Multimedia-Geräte dann nie so richtig der Verkaufsschlager jetzt? Also da spreche ich, glaube ich, mal als Marketingmann. Ich arbeite ja auch im Marketing und habe das auch studiert. Ich glaube, es liegt einfach dran an der klaren Zielgruppendefinition. Ein Produkt verkauft sich erst wirklich besonders gut, wenn man eine klare Zielgruppe hat und diese Zielgruppe klar anspricht, dass die Zielgruppe den Nutzen für sich erkennt. Und wenn du so eine eierlegende Wollmilchsau hast und versuchst, die wirklich glühend heiß an alle möglichen Zielgruppen zu verkaufen, aber keine Zielgruppe weiß ganz genau, warum, also jetzt die Zielgruppe Blu-ray, warum soll ich mir für 600 Euro eine PlayStation 3 kaufen als Blu-ray-Player, die mehr Strom frisst und lauter ist und all die ganzen anderen Features hat, die ich nicht brauche, wenn ich doch nur Blu-rays gucken will? Der Spieler sagt, warum soll ich ein Blu-ray-Laufwerk mitbezahlen für 600 Euro, wenn ich doch einfach nur spielen will? Und die DVD reicht auch, bei der 360 klappt es ja auch. Ich glaube, es ist einfach das Problem, wenn du so ein Monstrum zusammenschusterst, wo alles wirklich drin ist und keine Zielgruppe genau treffsicher ansprechen kannst, hast du halt das Problem. Deswegen hat Sony das ja, glaube ich, bei der PS4 richtig klug gemacht und wirklich gesagt haben, hier, for the gamers, Spiele, alles andere ist zwar drin, aber wir bieten das Gerät trotzdem günstig an, ihr zahlt jetzt nicht Aufpreis für Blu-ray und den ganzen anderen Mist. Und ja, Microsoft ist ja von vornherein auf die ganze Multimedia-Schiene gegangen und viele Gamer haben sich ja schon verstoßen gefühlt, so nach dem Motto, Moment, wir haben jetzt hier die 360 Jahre lang unterstützt und jetzt kommt ihr plötzlich mit dem ganzen Multimedia-Quatsch und wo sind die ganzen tollen Exklusivspiele und also Krempe. Ich glaube, man schafft es nicht genau mit der Zielgruppenansprache und ja, die erwarteten Multimedia-Receiver-Käufer sind dann offensichtlich auch nicht in den Laden gerannt und haben eine Xbox One gekauft. Patrick, wie siehst du das eigentlich? Ja, wollte ich jetzt gerade direkt drauf zusprechen. Wenn du mal das jetzt andersrum nimmst, jetzt, also ich sag auch, dass was Sony gemacht hat, der Schritt for the players, war der richtige Schritt, auch für mich, gerade für mich als wirklich jemand, der eine Spielekonsole haben will. Aber ich ertappe mich jetzt auch da selber drin. Ich habe jetzt einen neuen Fernseher und der kann halt 3D.
Und ich bin jetzt auch schon immer wieder in den PlayStation News am gucken, wann kommt endlich das scheiß Update für 3D Blu-ray-Wiedergabe. Ja. Ich sag mir selber, es ist Quatsch, ich werde wahrscheinlich vielleicht im Jahr mal einen 3D Blu-ray-Film gucken. Aber Hauptsache man hat die Möglichkeit, ne? Hauptsache man hat in dem, genau. Und ich sehe das jetzt auch in verschiedenen auf verschiedene Internetseiten, ne? Dass dann da wirklich, wenn dann wieder angekündigt ist, ja, neues Update kommt, zum Beispiel habe ich gelesen, demnächst kommt endlich das Update, dass man wieder Spielmaterial aufnehmen kann ohne einen HDMI-Splitter, dass das HDCP-Protokoll endlich da deaktivierbar ist im HDMI-Ausgang. Und aber wirklich, die Frage bleibt immer noch offen bei vielen, auch bei vielen, die das Ding eigentlich nur als Spielekonsole benutzen wollen. Wann kann ich endlich da drei, was kann doch nicht sein, die PlayStation 3 kann auch 3D Blu-rays abspielen, was soll denn das? Dass Sony eigentlich von Anfang gesagt hat, Leute, das Ding kann optional auch Blu-rays abspielen, ist es aber kein Blu-ray-Player, das vergessen die Leute dann auch gerne wieder. Einerseits schreien sie nach ihrer Spielkonsole und andererseits regt man sich dann doch über fehlende Features. Das ist einfach so, dass der Gamer dann einfach übersättigt ist. Er hat seine gewohnten Standards, an die er sich jetzt Jahre gewöhnt hat, und wenn dann beim nächsten Mal nicht alles besser ist oder doch im schlimmsten Fall was gestrichen wird, dann ist richtig Randale, auch wenn man es nie benutzt. Das war gleich wie mit der Abwärtskompatibilität der PS3. Oh, ja. Ich meine, seien wir doch mal ehrlich, wer hat regelmäßig seine PS2-Spiele dann auf der PS3 gespielt, als er eine PS3 hatte? Man hat PS3-Spiele gekauft. Ganz ehrlich, ich muss sagen, das war das Erste, was ich gemacht habe. Als das Ding hier rauskam, habe ich meine ganzen PS2-Spiele auf den Boden gelegt. Ich habe sie alle einzeln durchgegangen und ich fand's geil. Bei Shadow of the Colossus, da waren keine Frameraten-Einbrüche. Und das war Kantenglättung. Mann, war das der Hammer. Ich war zufrieden. Und ja, das konnte ich mit meiner leider nicht. Ich hatte die 80er so, oder die 60er. Also, da war ich wohl einer der wenigen, denke ich mal. Aber das war für mich das erste Mal, okay, wie sieht's jetzt aus? Ist die Framerate jetzt ein bisschen besser? Weil du hast ja oft PlayStation 2-Spiele gehabt, wo natürlich die Framerate echt schon sehr schwankend war und manchmal so unter 25 Frames. Somit, ja, also das fand ich schon wichtig und das hat mir schon wehgetan, dass sie das gestrichen haben, muss ich sagen. Ja, ich hab ja auch eine 60 GB gekauft mit PS2-Abwärtskompatibilität. Am Anfang hat das vielleicht etwas gebracht, weil das Angebot auf der PS3 noch nicht so groß war, aber irgendwann habe ich dann auch aufgehört, PS2 zu spielen. Und als ich dann zum Start, also ich habe mir dann meine PS3 gekauft und habe gesagt, geil, jetzt spielt's, und dann habe ich kurz danach mir Yakuza geholt und habe gesagt, spiele ich mal durch, und dann habe ich natürlich direkt eins der Games erwischt, die auf der PS3 nicht vernünftig laufen. Oh, okay. War natürlich super, musste ich doch für die PS2 rauskramen. also das ist so ein Feature, man wollte es haben, aber irgendwie hat man es dann, als gestrichen wurde, hat es dann danach irgendwie auch keinen mehr wirklich interessiert. Man hält zwar immer wieder vor, aber Patrick, du hast vorhin auch angegeben, dass du eigentlich nicht so überzeugt bist von so Multimedia-Sachen eigentlich. Ich meine, sehen wir es jetzt gerade mal von jemandem, der auch nicht sehr viel Geld hat, ne? Ein All-in-One-Gerät kann jetzt, sage ich mal, Filme abspielen, surfen, ne? Internet, ganz klar, also spielen und irgendwelche Netflix und sowas. Ich meine, da bezahlst du eigentlich nur einmal einen Betrag, der vielleicht ein kleines bisschen höher ist, aber dann und nebenbei hast du ganz viel Raum frei unter deinem Fernseher. Ich meine, ja, das ist richtig, aber wenn ich danach gehe, müsste ich meine ganzen alten Konsolen wegräumen. So, aber die du hast vollkommen recht, so ein All-in-One-Gerät hat natürlich immer seine Vorteile, aber ich bin da wahrscheinlich echt so ein bisschen eher konservativ. Also ich habe mir früher, wenn die neue Konsole rauskam, PlayStation 2, habe ich PlayStation 2 mitgespielt. Ich hatte parallel, also das war natürlich, es war noch mein erster DVD-Player, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich halt nicht noch einen eigenen DVD-Player, ich hatte noch einen Videorekorder bei mir im Zimmer stehen. Aber witzigerweise habe ich dann, gerade wo es dann anfing, weil gerade dann fing auch die Zeit an mit, ach, man brennt sich mal von dem einen Film oder man hat mal von dem irgendwie eine gebrannte Video-CD, und sagen wir mal ehrlich, die PS2 konnte eben nur gekaufte DVDs abspielen, noch nicht mal irgendwelche selbst erstellten DVDs konnte sie abspielen. Mhm. Und da hat es bei mir dann auch schon aufgehört. Da war dann irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, ja nee, komm, dann holst du dir jetzt auch einmal einen vernünftigen DVD-Player noch dazu. Ja, und so sehe ich das auch noch heute. Also das Schlimmste war bei der PS2 dieser Kopierschutz mit, überall, wenn du ein RGB-Kabel hattest und das einen Grünstich drin hatte, ne? Ja. Und deine DVDs schön über RGB gucken wolltest und es dann nicht ging wegen dem Kopierschutz und du einen Grünstich drin hattest. War super. Genau. Toll. Da hast du als Multimedia-Freund auch direkt einen Strich durch die Rechnung bekommen. Ja. So, und wie ich halt schon gesagt habe, also ich bin zum Beispiel, ich habe noch nie, also ich habe natürlich mal den Internetbrowser auch von der PS4 ausprobiert und von der PS3 ausprobiert, aber ich würde
ehrlich gesagt nie auf die Idee kommen, mich abends auf meine Couch zu setzen und im Internet zu surfen. Dann setze ich mich doch lieber an, Leben. An einen Laptop Leben. Oder an einen Computer. Oder nehme mir, wenn ich wirklich platt abends bin, ja, dann nehme ich mir noch, was weiß ich, ein Tablet oder so oder mein Handy und zwar ja, da noch ein bisschen. Oder die Vita. Die Vita ist da auch noch viel besser mit drin, eben weil sie den Touchscreen hat. Aber ich komme allein schon mit dieser Controller-Funktionalität, mit dem Browsen nicht so gut klar. Das ist für mich kein angenehmes Browsen. Es gibt Leute, also die finden das toll. Und auch klar, gerade wenn man den finanziellen Aspekt sieht, ist das wahrscheinlich wirklich eine tolle Sache. Aber bei mir war es halt so, so eine Konsole kam raus, du hast gespart bis Weihnachten, du hast ja dann noch zum Geburtstag und zu Weihnachten Geld noch gewünscht und konntest dir dann das Ding kaufen und hast dir das dann direkt mit zwei, drei Spielen geholt. Aber im Hintergedanken nie die Idee gehabt, auch ja, dann kaufe ich mir jetzt lieber doch die Xbox, weil die Xbox, keine Ahnung, noch das extra kann und das extra kann. Das war halt wirklich auf die Spiele. Also ich wusste im Hinterkopf schon, na, da kommt das und das Spiel, das willst du haben, also brauchst du die Konsole. Also und so denke ich auch heute noch. Also das ist einfach, ich würde nie auf die Idee kommen, selbst wenn ich so ein Multimedia-Freund wirklich wäre, hätte ich mir keine Xbox One jetzt gekauft, weil ich mir einfach sage, für die PS4 kommt allein schon die Aussicht auf Kingdom Hearts 3. Okay. lässt mich schon direkt wieder aufatmen und denken, ja komm, PS4, es muss sein. Also ja, definitiv, ist bei mir auch so. Ich meine, bin hier selber ein großer Multimedia-Hure schon seit den 90er Jahren gewesen und ich finde das immer super, alle möglichen Features an den Geräten auszuprobieren. Aber selbst ich nicht bin nicht auf die Idee gekommen, eine Xbox One zu kaufen, weil Key-Entscheidung für oder gegen eine Konsole ist für mich auch wirklich immer das Spieleangebot, ob mich das interessiert oder nicht. Mhm. Und das Multimedia, was dann kommt im Nachhinein, ist dann sekundär. Und wenn beide Geräte gleich auf sind, dann überlege ich mir schon, wo habe ich denn noch die kleinen Benefits, ne, mit Multimedia-Angebot und so weiter. Und ja, ich habe mir damals in den 90ern auch kein CDI gekauft. Und Kumpel hat das Ding halt damals gehabt, der im Geld erstickt ist. Aber ja, wäre nie auf die Idee gekommen, meinen Saturn wegzugeben und sage, oh, ich hole mir ein CDI, ne? Total geil, ich kann Video-CDs gucken und Foto-CDs und schlag mich tot, ne? Also ich im Nachhinein sammle ich diese ganzen Multimedia-Sachen und gucke mir die mal an, einfach aus Interesse, was damals möglich gewesen wäre. Oder was damals im Angebot war und was man probiert hat. Da gab es ja die verrücktesten Experimente mit allen möglichen Multimedia-Sachen. Das geht ja weit über Foto- und Video-Wiedergabe hinaus, wenn ich überlege, dass der Gamecom ein Internet-Kit hatte. Also, du hast dann so ein crappy LCD-Handheld Gameboy-Konkurrent, der ein Internet-Kit dabei hat, den man in die Telefondose stecken musste. Das heißt, du musst theoretisch an den Festnetz-Internet-Anschluss dran, musstest du dein Modem dran bauen und dann auf diesem monochromen Display mit der 100er Auflösung irgendwie ins Internet zu gehen. Wahnsinn. Total verrückt. Ich muss ja sagen, was ich ganz cool fand, das war, glaube ich, beim CDI gewesen. Ich kannte zwei Fahrschulen in Deutschland, die hatten CDIs gehabt, die haben sie dann benutzt für wenn sie da Unterricht gemacht haben und sowas. Das fand ich schon cool. Ja, hatte ich auch in der Fahrschule. Als ich 2001 einen Führerschein gemacht habe, hatten wir auch ein CD in der Fahrschule. Ja. Mit so einem schönen Handscanner und wo immer die Barcodes von den Folien abgesehen haben und dann die Lektionen liefen. Ja. Genau. CDs waren echt verbreitet in Fahrschulen und so. Deswegen gab es ja von CD eine komplette Professional-Serie für berufliche Anwendung. Aber um kurz wieder zurückzukommen, Patrick, an die Frage. Also du als Videospieler, brauchst du eine Multimedia-Konsole? Ich brauche sie nicht. Ich bin immer wieder, zum Beispiel, das ist jetzt ein gutes Beispiel mit dem Platz einfach. Ja. Ich habe halt jetzt gesagt, okay, ich habe jetzt eine PS4, die kann auch Blu-rays abspielen. Wunderbar. Brauche ich meinen Blu-ray-Player nicht. Habe ich direkt meinen Großeltern eine Freude gemacht. Die hatten nämlich keinen Blu-ray-Player, haben die meinen Blu-ray-Player bekommen. Guter Enkel. Und ich habe ein bisschen mehr Platz bei mir in den Schränken. Mhm. Aber brauche ich es wirklich, also wenn die PS4 es halt jetzt nicht könnte, hätte ich meinen Blu-ray-Player halt behalten. Was jetzt auch wieder der Unterschied ist, ich kann auf meiner PS4 jetzt schon wieder keine gebrannten Sachen abspielen. Das ist dann wieder der Nachteil daran. Was aber auch kein Problem ist, weil ich mittlerweile aus dem Alter raus bin, dass man sich Sachen brennt. Okay. Und jetzt ich auch gerne das Geld für die Filme ausgebe, die ich gucke. Ja, Himmel, wer brennt denn noch irgendwas? Mein, wenn hat man so eine Raubkopien auf dem USB-Stick oder auf einer Instanz? Ich habe gestern noch eine Audio-CD gebrannt. Oh ja. Und, ja, gut fürs Auto vielleicht mit einer Audio-CD. Ja. An sich selbst da hat man MP3-Player. Aber an sich benötigt man es ja wirklich nicht mehr, ne? Und von daher ist es mir auch egal. Das einzige echt, wo ich mich jetzt auch wieder dreimal ertappt habe, ist, ich freue mich jetzt echt, wenn es wirklich demnächst heißt, man kann 3D-Blu-rays abspielen.
Ich fände es aber nicht so schlimm, wenn es nicht so wäre. Ich würde dann natürlich auch nie auf die Idee kommen, mir noch einen 200€ 3D Blu-ray-Player zu holen. Das sehe ich nämlich auch nicht ein. Aber die Frage, ob ich es wirklich benötige, würde ich sagen, nein, weil für eine Videokonsole ist bei mir einfach immer noch der Vordergrund, dass ich darauf gute Videospiele spielen kann und gute Software habe. Okay. Aber sind wir mal ehrlich, wenn man sich die Liste der Multimedia-Geräte anschaut, da kann man eigentlich gewisse Punkte, haben sie alle, wo man sieht, dass die Problematiken einfach vorhanden sind. Wie zum Beispiel der hohe Preis der Multimedia-Geräte, und da ist die Xbox One aktuell so ein brisantes Thema, ne? Wo einfach Leute sagen, 500€ für das Ding, und dann ist die schwächer als die PS4, und ja, dass das einfach zu viel Geld ist. Und ich meine, was hat damals das CDI gekostet? Und das 3DO? Das waren auch... CDI hat $899 zum Start in den USA gekostet. Das war der CDI 910. Bei uns waren es Kumpel, der hat das Ding damals zum Deutschlandstart gekauft hat bei uns 1050 Mark inklusive einem Spiel bezahlt und war aber auch die Digital Video Cartridge dabei, die alleine 399 Mark gekostet hat. Boah. Okay. Das muss man sich mal vor den Kopf halten, ne? Und ein Super Nintendo hat was 299 Mark gekostet. Stimmt. Ja, und die Spiele waren grafisch gleichwertig. Außer halt so Interactive Movies, die halt auf dem CD dann auch massig liefen. Somit war eigentlich einer der größten Probleme, ganz klar, denke ich, der Preis immer von den Geräten. Ja. Ne? Also und ein anderer. Die Zielgruppe war das Hauptproblem, glaube ich. Einfach die Zielgruppe. Naja. Dass du keine klare Zielgruppe hast, weil du verkaufst kein Produkt, wenn du keine klare Zielgruppe und keine klare Ansprache der Zielgruppe hast. Kriegst du keinen Produkt an den Markt. Ich denke aber auch, bei manchen zum Beispiel, wie das CDTV oder jetzt auch der 3DO, dass sie einfach technisch nicht, ja, 3DO, okay, weiß ich nicht so genau, war das noch technisch auf der Höhe der Zeit, aber ich weiß zum Beispiel, Unbedingt. Ja, das 3DO war Oktober 93 erschienen, war das 3DO auf jeden Fall auf der Höhe der Zeit. Es hatte wirklich tolle Hardware-Features eingebaut. Also jetzt reden wir erstmal nur vom Gaming, also von der Tauglichkeit als Gaming-Konsole, 32-Bit, technisch auf Höhe der Zeit. Für Oktober 93 war das 3DO wirklich sehr, sehr gut und es hat einige tolle Sachen drin gehabt, die Konkurrenz, zum Beispiel der Jaguar, damals nicht hatte. Also zum Beispiel hat man erkannt, dass Texture-Mapping eine große Sache ist und hat Texture-Mapping hardware-seitig unterstützt. Und das hat den 3DO echt weit nach vorne gebracht. Ne? Und ja, schon... nicht schlecht. Okay. Gewesen. Also ich meine zum Beispiel jetzt, weil die Leute schauen natürlich auch den Preis an und sie sehen natürlich von der Leistung her, okay, da ist das Ding vielleicht noch nicht so pralle. Wie zum Beispiel das CDTV damals, das war ja technisch gesehen, glaube ich, ein Amiga 500 und der war ja schon veraltet, als das Ding rauskam. Ne? Sorry? Ja. Achso, nee, Entschuldigung, ich hatte nur gerade bei uns geklingelt, deswegen, das war ein bisschen Verwirrung. Ja. Ja, meine Mitbewohner hat mich gerade gefragt, wer das denn ist, und ich war jetzt etwas verwirrt. Achso. Aber das CDTV von Commodore, das war ja technisch, glaube ich, ein Amiga 500, ne? Ja. Ja, es war ein Amiga 500, genau. Aber der war ja eigentlich dann schon seiner Zeit total, also hinten dran, würde ich mal sagen, oder nicht? Weil ich glaube, der kam 93. Ja, klar, der Amiga 500 ist Technik von 1985. Ja, sicher, das CDTV hatte ja auch keine Funktion, irgendwie Videos abzuspielen oder so, sondern es war ja einfach nur ein Amiga 500 mit CD-Laufwerk eingebaut. Da war doch noch eine andere, Amiga CD 32 oder was war das nochmal für eine? Genau, Amiga CD 32 war ja quasi der Amiga 1200 in Konsolenform. Ja, das war Amiga 1200 in Konsolenform und hatte... Also eine MP-Cartridge gab es optional, als Video-CD konnte man einbauen und das war ja auch ein Multimedia-Gerät. Primär war es ein Amiga 1200, der eh schon Multimedia-Fähigkeiten hatte, den hat man halt in Konsolenform gestopft, Controller dran und fertig. Also es wurde nicht als Multimedia-Gerät vermarktet, sondern das ist einfach ein Überbleibsel gewesen aus der Fähigkeit des Amiga 1200. Oh. Aber man hat eine Video-CD-Karte rausgebracht für den Amiga CDTV, wovon das
10.000 Stück oder so gibt. Dann mal meine Frage an Patrick. Wenn jetzt du bereit wärst, eine Multimedia-Konsole zu kaufen, was auch jetzt wirklich gute Spiele hat und so generell einfach alles ein bisschen ausgereifter ist, wie teuer dürfte für dich sowas dann sein, wo du einfach sagst, das ist ein Preis, das würde ich dafür bezahlen? Und dann lassen wir jetzt mal los, ob es jetzt Microsoft ist oder Sony. Das ist aber eine schwere Frage. Wie viel wäre ich denn bereit zu zahlen? Also, das ist in der heutigen Zeit ist es, musst du es immer im Verhältnis sehen. Ich sag zum Beispiel, an einem PC ist ja ein Multimedia-Gerät, ja, und ich mache das immer daran fest. So, wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich davon ausgehe, es redet jetzt hier nicht von irgendeiner speziellen Spielekonsole, auf die spezielle Spiele kommen, sondern ich rede von einem allgemeinen Gerät, auf dem auch gute Spiele kommen. Oder sagen wir, weil es einfach, weil es gibt, sagen wir, es gäbe nur noch Multiplattform-Spiele. Mhm. Ne? So. Dann würde ich wirklich anfangen, es zu vergleichen mit so einem PC-Standardpreis, den es in der Zeit gibt. Und da bin ich ganz ehrlich, da dürfte es meiner Meinung nach trotzdem die 500-600 Euro nicht überschreiten. Das ist einfach, weil ich kriege für 500-600 Euro mittlerweile schon einen guten PC der Mittelklasse, ja, mhm, der auch ein Battlefield 4 locker packen kann. Und als Beispiel. Und deswegen sage ich da ganz klar, bereit zu zahlen wäre ich nicht viel mehr, als ich jetzt für eine PS4 oder eine Xbox One bezahlen würde. Und ich glaube halt, dass das große Problem einerseits vielleicht der Preis, andererseits die fehlende Zielgruppe ist, ich glaube, was aber auch noch vielleicht ganz entscheidend ist, ist, was bringt dir halt ein Gerät, was irgendwie alles kann, aber dann halt nichts richtig. Mhm. Das ist ja auch immer so eine Sache, wenn du so ein Multimedia-Gerät hast, was halt alles abspielen kann und du kannst damit noch Internet streamen, aber dann hast du zum Beispiel bei der PS3 das Problem gehabt, dass der Internetbrowser ellenlangsam war, mhm, im Vergleich zu einem PC-Browser. Da bringt dir das halt das Feature nichts, in dem Sinne, weil das Feature einfach für den Preis viel, viel schlechter ist als auf einem Computer vergleichen. Ja klar, im Endeffekt kannst du immer das Totschlagargument bringen, auf dem PC kann ich alles machen. Also. Wie war das denn mit dem Pippin gewesen von Apple? Der konnte ja, glaube ich, auch online gehen oder irre ich mich jetzt? Ja, der Pippin war ja auch eigentlich nur ein Mac, den man einfach in Konsolengehäuse geschustert hat. Also der konnte demnach natürlich auch alles, was ein Mac konnte zu der Zeit. Der läuft auch auf einem ganz normalen abgespeckten Mac OS. Ich glaube Mac OS 9 war es oder 8. Sowas in der Richtung. Und es war ja. auch eine... Das Ding hatte auch ein Internet-Kit. Es gab Tastatur, Trackball, allen Scheiß dafür und konnte man auch mit online gehen mit dem Ding. Es war Ende 96, Anfang 97. Ne? Warum sollte man mit sowas online gehen? Also man hatte das damals so vermarktet unter dem Aspekt, also man hat das ja nicht als reine Spielkonsole vermarktet, sondern eher als günstigen Mac. Also als günstigen Mac. Echt? So nach dem Motto, ja, man stellt sich so ein Ding irgendwie ins Büro oder unter den Fernseher und kann ins Internet gehen und man zahlt jetzt nicht das, was man für den Mac bezahlt, sondern ne, günstiger, das Ding hat irgendwie was, ich glaube $600 oder so gekostet. Okay. Also, und da gab es ja total verrückte Sachen. Das Ding hatte natürlich auch keine Festplatte und so, du konntest ja nichts runterladen und hatte dann, stattdessen haben sie mal einen Zip-Drive ausgeliefert, dass man so auf Zip-Disketten was runterladen konnte und ja, das waren halt so wirklich diese Pionierarbeiten, wo man wirklich irgendwie versucht hat, so dieses Internet in irgendwelche Geräte zu verbauen und da gab es ja wirklich ganz wilde Experimente. Das war mit Internet, wie ich auch eben schon mit dem Gamecom gesagt hat, oder man hat es ja wie damals VM Labs gemacht mit dem Nuon DVD-Player, der auch eine eingebaute Spielkonsole war. Und man hat viele interessante Multimedia-Ansätze gemacht damals und ich glaube, das hat dann am Ende auch dazu geführt, dass jetzt zum Beispiel eine Xbox 1 mit Xbox Live und Online-Verbindung und so auch dazu geführt, dass solche Geräte sich dann auch etabliert haben am Markt. Ich glaube, Microsoft hat sich dann schon ein bisschen auch angeguckt, so ja, wie war das denn so mit Internet auf Konsolen und der Dreamcast, der war ja auch so ein Pioniergerät damit und hatte das ja schon die Möglichkeit, online zu gehen, Modem einzubauen. Mhm. Also da war ja ein Modem dabei und Sega hat ja sicherlich auch nochmal geguckt, was gab es denn da vorher für Experimente, sind dann so auf den Pippin oder so gekommen. Und das hat sich dann, glaube ich, einfach alles so entwickelt mit der ganzen Sache. Und ich glaube, gerade die Möglichkeit, mit der Konsole online ins Internet zu gehen, hat dieser ganzen Multimedia-Geschichte den entscheidenden Schub gegeben, um sich auch zu etablieren und auch von den Leuten angenommen zu werden. Ja. Aber dann halt auch wirklich nur als Bonus-Feature on the top auf ihre Spielkonsole. Ja. Niemand kauft sich eine PlayStation 3 wegen
den Multimedia-Fähigkeiten. Wenn ich Love-Film gucken will, dann nehme ich meinen Smart-TV, habe ich meinen Fernseher, der hat die App eh schon drauf mittlerweile. Ist ja auch oder schon so. Dann kommen wir gerade eben noch aktuell zur Xbox One, weil sie ist ja ein All-in-One-Gerät. Und die Frage ist jetzt, warum verkauft die sich so schlecht? Oder besser, das jetzt, weil sie versucht ja eigentlich alles zu machen. Und jetzt ist ja dann Phil Spencer, der neue Microsoft-Chef oder von der Sparte von Xbox Gaming, hat ja jetzt gesagt, sie wollen den Fokus mehr wieder auf Spiele legen. Somit ist das ja eigentlich... Das ist das, was ich eben gesagt habe mit der Zielgruppenansprache. Microsoft hatte keine genaue Zielgruppenansprache mit der Xbox One. Man hat sich hingestellt und gesagt, die berühmte Pressekonferenz, ne? TV, Sports, TV, Games und, ne? Also man hat irgendwann so, komm, wir packen alles rein und die Gamer kaufen den NFL, Receiver, Spielkonsolen, Hybrid, Kinect, Hampelmaschine, alles in einem und man hat irgendwie gemerkt, keine Zielgruppe hat sich wirklich direkt angesprochen gefühlt, so ja, ich bin der Mensch, der von Microsoft angesprochen wird mit ihrem Produkt. Also das Produkt trifft genau meine Bedürfnisse, weil man wurde erschlagen mit so einem Bauchladen an Fähigkeiten und Möglichkeiten und hat gesagt, so ja, aber eigentlich will ich nur zocken. Oder der andere hat gesagt, ja, ich habe doch einen Digitalreceiver mit Festplatte drin. Ne? Mhm. Das ist dann einfach so. Mit der Zielgruppenansprache. Ich glaube, das ist einfach das Hauptproblem. Das hat Microsoft dann auch irgendwie jetzt erkannt und die Kehrtwende eingeleitet. Und schlecht verkauft sich die Xbox One ja nicht, wenn man jetzt in absoluten Zahlen sieht, aber man hängt ja halt der Konkurrenz schon irgendwie hinterher. Ich glaube, das liegt auch zum Großteil wirklich daran, dass Microsoft die eigenen Xbox-Fans, Gamer, verprellt hat, indem man wirklich gesagt hat, so ja, ihr seid jetzt nur noch Teil des Puzzles. Wie siehst du das, Patrick? Warum ist die Xbox jetzt schon im jetzigen Konsolenkrieg hinter der PlayStation? Das war nach der Ankündigung eigentlich von vornherein klar, hat ja auch eigentlich jeder dann gesagt. Ich glaube, das Totargument war jetzt vielleicht nicht unbedingt, dass sie gesagt haben, wir haben hier alles in einem. Dieses richtige Totschlagargument war wirklich, dass sie diese wichtigen Kernfeatures direkt mal dementiert haben. Ja, es gibt einen Schutz, man kann keine gebrauchten Spiele mehr spielen. Zum Beispiel, ne? Das sind halt diese, oder ihr müsst Kinect kaufen, ihr müsst Kinect benutzen. Alles, also natürlich, wenn man einem, also bei einem Multimedia-Gerät, wenn man einem Features eventuell gibt, sagt ja, hier habt ihr diese Features, ihr könnt sie nutzen, ist das noch was anderes, als wenn ich sage, ihr habt die Features, ihr müsst sie nutzen. Mhm. Ja. Ich glaube, das war so das Totschlagmoment, wo sie vor allen Dingen ihre ganzen Xbox Live, also viele Xbox-Anhänger verloren haben, die dann wirklich gesagt haben, ja nee, auf den Zug springe ich nicht auf, ich habe keinen Bock, dass mich eine Kamera Tag und Nacht beobachten kann, die ich überhaupt nicht benutzen möchte. Die ich dann im Prinzip, wenn wir es jetzt mal mit der PS4 vergleichen, auch noch mit 100 Euro Aufpreis dazu zahlen muss. Das wollte ich nämlich gerade fragen, weil Heiko zum Beispiel, also ich hatte eigentlich erwartet, dass jetzt du sagen würdest, ja, der Preis war auch ein Ding und natürlich die ganze Abhörscheiße mit Kinect, Always On und sowas, aber das hast du ja eigentlich, Heiko, ja nicht gebracht. Also somit, wenn eine klare Struktur vorhanden gewesen wäre, hättest du gesagt, ist der Preis auch in Ordnung für die Xbox One? Ich kann ja nur für mich sprechen. Für mich wäre 500 Euro vollkommen in Ordnung gewesen. Es kommt immer darauf an, was bekomme ich für mein Geld. Also ob ich jetzt 400, ich bin jetzt keiner, der sagt, die PS4 kostet 400, die Xbox kostet 500, dann nehme ich das billigere Gerät. Es kommt immer darauf an, was man auch geboten bekommt. Kinect als Multimedia, es ist ja auch ein Multimedia-Gerät. Es ist ja ein neues Bedienelement auch. Ich bin jetzt selber nicht davon überzeugt, wie man Kinect einsetzt, aber ich kann schon verstehen, wenn das einen Mehrwert hat, was auch den Preis steigert. Okay. Natürlich ist es schwer, die Zielgruppe anzusprechen mit einem Produkt, das teurer ist, und dann sieht auch noch die Kernzielgruppe, die das Produkt am meisten diskutiert, nämlich die Spieler, die Leistung ist auch noch schlechter und ich zahle 100 Euro mehr und dann muss ich ja noch Kinect kaufen, was ich gar nicht haben will, weil mir reicht ein Game-Controller. Das ist halt das Problem, wenn du so eine All-in-One-Box schnürst. Da hast du wieder das gleiche Problem, wie du es beim CDI hattest. Ne? Du packst da alles rein und die Leute wollen halt nicht den Aufpreis von, in dem Fall jetzt 100 Euro, bezahlen für irgendetwas, was sie nicht haben. Das kann ich schon nachvollziehen. Ja? Okay.
Das ist halt nur Bestandteil des Gesamtkonzeptes und das lässt sich Microsoft dann halt bezahlen und zahlt dann natürlich auch wieder den Preis dafür, dass weniger Leute es kaufen, ne? Klar. So, und das bringt mich eigentlich zum nächsten Punkt eigentlich. Weil sind wir mal ehrlich, die PlayStation 3 hat es nicht geschafft, als All-in-One-Gerät wirklich die Massen zu begeistern. Und erst als sie den kurz gedreht haben, hat sich das gebessert. Bei Microsoft sieht es jetzt genauso aus, als All-in-One-Gerät kommt die Xbox nicht so gut an. Jetzt haben sie beigesteuert. So, die Frage eigentlich ist, ist da eigentlich eine Zukunft für so eine Multimedia-Konsole? Ist da, oder... Zumindest nicht in der Vermarktung. Ich sehe das nicht unbedingt in der Vermarktung. Ich sehe es als Zünglein an der Waage. Nehmen wir mal an, du hast jetzt zwei Geräte, ne? Kosten beide 400 Euro. Und dann guckst du, ja, sie sind technisch ungefähr leistungsstark. Keine Ahnung, mittlerweile sind ja 95% aller Spiele Multiplattform-Spiele. Ja, und dann guckst du halt auch mal auf die anderen Features, was das Gerät denn sonst noch kann. Und wenn das eine Gerät gar nichts kann, also wirklich, ne, du kannst keine DVDs abspielen, keine Blu-rays abspielen, kannst keine Streaming-Dienste nutzen, kannst keine MP3, Spotify nutzen oder was auch immer so Zeug dann da drauf ist. Und wenn du das alles nicht nutzen kannst, dann überlegst du, ach nö, ich hätte eigentlich schon Bock, wenn ein Gerät nur unterm Fernseher steht und ich dann auch, dann ist das vielleicht so der entscheidende Aspekt, aber es wird niemals ein Kaufgrund sein, sondern eher ein Entscheidungskriterium, der Multimedia-Anteil. Seid ihr dann beide dann auch der Meinung, dass die Wii U eigentlich so schlecht abschneidet, weil sie einfach nicht diese Multimedia oder wenigstens gewisse Multimedia-Sachen anbietet, so wie die Konkurrenz? Nee, gar nicht. Nee. Die Wii U scheitert an ganz anderen Problemen. Ja, die haben wir ja letztes Mal schon ausgiebig diskutiert. Okay. ich glaube, ja, es ist doch irgendwie schon ein Teilaspekt. Also wenn ich halt so eine wirklich Familienkonsole anpreise, die ganze Familie im Prinzip unterhalten soll und ich da noch nicht mal mit der Familie ein DVD drauf gucken kann, ja, es ist schon irgendwie dämlich. Also das war auch schon bei der Wii im Prinzip eine dämliche Sache, weil die Wii-Spiele sind DVDs, warum sollte dann kein DVD-Film abspielbar sein? Das kaufen einem die Leute einfach auch nicht mehr ab, irgendwie, ja. Mhm. Ja, weil Nintendo die Lizenzkosten geschleudert hat, die müssen ja für die DVD-Abspielfunktion müssen sie ja Lizenzgebühren bezahlen. Und das pro abgesetzte Einheit. Und Nintendo war einfach zu geizig und wollte sich das sparen und hat gesagt, nö, die Leute haben einen DVD-Player, die haben schon lange einen DVD-Player, weil die Wii ist 2006 erschienen. Da hatten die Leute alle einen DVD-Player und hat sich Nintendo auch gesagt, nö, benutzen die Leute nicht als DVD-Player. Ich glaube, Nintendo war auch schon immer so ein bisschen gegen diese Multimedialisierung. Also Nintendo fährt da schon echt eine strenge Linie. Die auch mit dem Internet, diese ganze Integration von Internet läuft ja bei Nintendo auch sehr schleppend und ich glaube, Nintendo wird sich lieber auf das Kernthema Spiele fokussieren und Entertainment so mit den Geräten. Wo glaubt ihr dann, geht dann, ich sag mal, wir wissen ja, wir sind jetzt in der neuen Konsolengeneration. Und weißt du, Patrick hat das vorhin schon so angebracht, er hat einen gewissen Standard, denke ich mal, wenn du dir eine Konsole kaufst. Also du erwartest wenigstens, wenn du dir jetzt eine Konsole kaufst, dass du dann wenigstens DVDs und Blu-Rays draufschauen kannst, richtig? Ja. Ja, das sollte auch echt so bleiben. Also man sieht das jetzt auch, wir sind jetzt mittlerweile in einem Zeitalter wirklich von Streaming-Diensten auch angekommen. Und ja. Ich muss jetzt sagen, dadurch, dass ich jetzt eben Prime schon immer hatte und jetzt dieses Amazon Instant Video existiert, habe ich mich jetzt auch schon dabei gehabt, dass ich öfters mal einfach abends noch nach dem Zocken, guckst du dir noch eine Folge von irgendeiner Serie an, guckst du einfach mal kurz bei Amazon Prime Instant Video rein. Das ist einfach komfortabel, das ist super. Das ist ein absolut fantastisches Angebot. Ich bin seit Day One des Video-on-Demand-Dienstes von Love Film bin ich dabei und fand es total super, dass es damals direkt auch auf die PS3 gekommen ist. Und ich hatte damals noch meinen Desktop-Rechner im anderen Zimmer stehen, am Schreibtisch. Und wenn ich dann irgendwie einen Film gucken wollte oder so, dann musste ich immer so ein 15 Meter HDMI-Kabel in meinen Fernseher stecken. Und es war wirklich immer dann durch die Wohnung verlegen. Es war grauenhaft. Und als dann dieses Video on Demand, dann war ich geil. Ich muss jetzt nicht mehr auf Kino 2 illegal Serien streamen und Filme streamen und das läuft auf meiner PS3 und ich mache den Film an und läuft. Natürlich habe ich nicht dieselbe Auswahl bei Kinotour, aber dafür bin ich im legalen Bereich und habe gesagt, super, geil, ne, jetzt nutzt das. Und jetzt benutzen wir hier auch bei uns in der WG auch alle drei Streaming-Dienste, die angeboten werden. Ne? Okay. Ja, das ist auch wirklich ein Standard, den man nicht mehr abschaffen sollte, finde ich. Also was das Medium Filme, Serien angeht,
Musik muss, kann man auch noch dazu sagen, wenn mal, was ist, man kann ja auch, warum nicht Radiosender mit implementieren, Online-Radiosender, warum sollte das auch nicht eine Möglichkeit sein? So dieses Medium sollte auf jeden Fall mittlerweile so im Standard bei einer Konsole einfach dabei sein. Einfach aus dem Grund, meine Güte, dann hat man eben nicht noch zwei. Ich meine, man muss sich auch nichts vormachen, die HDMI-Anschlüsse beim Fernseher sind ja auch nun mal beschränkt. Dafür jedes einzelne irgendwie einen Anschluss zu haben, es ist halt praktisch, es ist schön. Filme abspielen, finde ich, ist mittlerweile wirklich einfach ein Muss. Ist es eigentlich schon seit Einführung der PS2 mit DVD-Abspielmöglichkeit, ist es eigentlich schon dieser Standard, der eigentlich gelten sollte. Alles andere ist ein Zusatz und muss man nicht unbedingt haben. Also Filme, ja, alles andere kann ich im Prinzip oder mache ich komfortabler einfach mit Tablet und Computer. Es ist leider so. Okay. Also alles, was du findest, meiner Meinung nach mit Browsing zu tun hat, oder wenn ich sage, ich will auf YouTube surfen, dann habe ich keine Lust, das auf einer Konsole. Es fängt ja schon damit an, wenn ich was suchen will, müsste ich ja noch eine extra Tastatur in meine PlayStation anschließen. Das ist mir schon wieder zu anstrengend. Dann mache ich lieber meinen Computer an. Witzigerweise, muss ich ja jetzt, wenn ich auf der Couch sitze und irgendwie Bock habe, mir bei YouTube irgendwie Video-Reviews anzugucken oder einen Speedrun oder so anzugucken von einem Game, da nehme ich witzigerweise, mache ich meine PlayStation aus und mache die Wii U an und starte die YouTube-App, weil ich einfach ganz bequem über das Tablet halt die Suche bedienen kann von YouTube. Wobei das geht mittlerweile bei der PS4 ja auch. Das ist sonst ganz schön eigentlich. Über die Vita meinst du jetzt? Nee, auch über ein Tablet. Also du kannst dir auf Android und iOS mittlerweile eine App runterladen. Die PlayStation, dann, diese PlayStation-App, ne? Genau. Und kannst dann dich darüber auch wie mit der PS Vita verlinken und kannst dann auch dein Tablet als Tastatur und sowas nutzen. Das ist total echt ganz gut. Total an mir vorbeigegangen, muss ich gleich runterladen. Willkommen 2014. Scheiße. Okay. Also gerade für dich, der ja auch gerne mit der PS4 browst, ist das eigentlich eine zu coole Sache. Ey, wird übel. Das muss ich mir mal nach angucken. Danke für die Info nebenbei. Dann, glaube ich, kommen wir langsam ein bisschen zum Schluss. Die Frage ist, somit glaubt ihr, wenn ich euch beiden dann so höre, einerseits findet ihr beide das ja cool, dass die Konsole so gewisse Feature hat, aber so eine komplette Marktreife, dass es wirklich mal so ein Winner wird, glaube ich, seid ihr beiden gleicher Meinung, was jetzt das Multimedia-Gerät angeht. Oder sehe ich das falsch? Nö, siehst du eigentlich richtig. Also zumindest von meinem Standpunkt aus. Okay. Ich glaube nicht, dass irgendeine Spielkonsole erfolgreich wird, wenn man sie als Multimedia-Gerät vermarktet, weil dann ist es keine Spielkonsole mehr. Ja. Dann ist es irgendein Entertainment-Hub, den man sich zu Hause hinstellt, ne? Wie jetzt zum Beispiel Amazon mit ihrer Fire TV. Keine Fire TV-Box da. Das ist halt so ein Gerät, was nebenbei spielen kann, aber das ist eigentlich für Medieninhalte gedacht. Okay. Solange ein Hersteller eine Spielkonsole entwickelt, verkauft die sich keinen Deut besser durch Multimedia-Features, sondern da ist die Entscheidung liegt allein bei der Unterhaltung durch Games. Also ich glaube auch nicht, dass okay. Der Ansatz einer Multimedia-Konsole erfolgreich sein würde. Ich kann nur verstehen, dass die Hersteller sich, die stehen halt unter dem Dilemma. Sie müssen eine Konsole entwickeln, die im Endeffekt massig Multimedia-Features hat, weil die Leute daran gewöhnt sind, aber die Leute sagen dann, ich will ja gar keine Multimedia-Features. Ich brauche die ja gar nicht, um die zu kaufen. Was macht ihr denn jetzt so viel TV, Sports, TV, ne? Ich will ja nur spielen. Aber wenn sie dann wirklich eine knallharte nur Gaming-Konsole hingesetzt bekommen, dann maulen sie alle. Dann meckern sie, wie? Warum kann ich denn keine 3D Blu-rays abspielen? Oder warum kann ich überhaupt keine Blu-rays abspielen, wie jetzt bei der Wii U? Nee, das stimmt. Das ist ein Dilemma für die Entwickler, für die Hersteller und die Entwickler. Somit, das war's dann eigentlich von heute und von unserem Podcast wieder. Ich hoffe, dass ihr Spaß hattet, uns zuzuhören, und wenn ihr gerne mitreden möchtet, könnt ihr das bei uns im Forum tun oder auch im YouTube-Channel. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Ne? Also dann macht's mal gut, Leute. Tschüss.